Ein Applaus für Kaffeemacher. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Wunderbar. Ist gut? Also, time. Heute zusammen mit Dario. Und ich bin der David. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute in dieser Disziplin euch mal dürfen verschiedene Getränke bringen. Wir sind gerade wieder zurück mit dem ersten Getränk. Und für dich. Wunderbar. Also, der Kaffee, den wir heute für euch ausschenken dürfen, ist ein Kaffee aus Mexiko. Wir haben vor allem Milchschokolade, wo man dort sehr gut rausschmeckt. Wir haben sehr balancierte Säure und einen cremig dichten Körper. Wir gehen wieder zurück mit dem ersten Getränk. Ist gut? Mhm. Jetzt werden Notizen gemacht von den Judges. Es ist gesagt worden, wie der Kaffee schmecken wird und was das alles beinhaltet, damit der Kunde auch links über entsprechend bedient wird und weiß, was er nachher in der Tasse drin hat. Das ist eins der Kriterien für die Punktevergabe und währenddem ist man hier am Extrahieren, wie man auf der Kamera wunderbar sieht. Nina, du kannst jetzt wählen, ob du eine Tulpe oder ein Herz vom Dario haben möchtest. Bitte schön. Also Nina hätte gern ein Herz. Machen wir doch ein Herzchen für dich. So, Gloria, für dich zwei Espressi. Bitte schön. Und für dich einen Espresso und einen Flat White. Wunderbar. Ich hoffe, ihr habt die Zeit heute mit uns genossen. Und wir würden uns sehr freuen, wieder unsere Gäste dürfen zu begrüßen. Das war von uns. Time. So. Applaus. Erste Präsentation durch. Wir sind da wirklich auf Neuland. Aber das hat sehr gut geklappt, wie die zwei hier im Team arbeiten. Es sind nicht die grossen Räder. Die sind wirklich fokussiert am Arbeiten. Da hat man gemerkt, uns schmeckt es. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ihr habt das Mikrofon offen, ich könnte auch etwas dazu sagen. Wir müssen nicht sofort verräumen. Für dich. Oh, großartig. Privilegien. Erst rühren. Danke vielmals. Jetzt, ihr habt euch als Team hier angemeldet, um bei dieser Competition Challenge mitzumachen. Du stehst sicher nicht hinter der Bar, das weiß ich. Oder nicht so oft. Ja. Wie ist es für euch? Also, mein, ist ein bisschen Neuland, so unerwartet? Ja gut, so unerwartet ist es nicht. Ich meine, wenn du einen Kaffee schaffst, weißt du eigentlich nicht bei allen Leuten, was sie schon bestellen. Und es ist eigentlich eine alltägliche Situation. So.
Haben wir irgendeinen Überhalt von irgendjemandem, weiß aber nicht von wem. In der Technik werden die Hände verirrt. Ja, das ist sicher so, aber es ist ja wirklich auch Meisterschaft. Du hast ewig Zeit zum Vorbereiten. Also, weißt du, hast du auch schon mal gemacht bei der Meisterschaft? Ja, Latteart, dann ist ja zwei. Ja, genau, eben. Die habe ich im Kopf gehabt, bei dir bin ich sicher gewesen. Und das sind andere Verhältnisse. Oder? Jetzt muss man wirklich ein bisschen spontaner sein und etwas bringen. Man weiß nicht was. Ja, ist ein bisschen vielfältiger, unvorbereitet. Ist vielfältiger auf jeden Fall. Und vorbereitet, ich meine, das Wissen haben wir ja bei einem. Und das ist echt das Anwenden. Genau. Es hat vielleicht ein bisschen auf mega getränkt, aber ich finde es nicht gross anders. Okay, super. Dann schauen wir mal, wie das rauskommt. Was haltet ihr grundsätzlich von der Idee von dieser Challenge? Ist ja auch noch interessant zu wissen. Oder wieder so, ich finde es persönlich, ist halt viel mehr näher an der Realität wie so eine Meisterschaft. Die Judges sind zufrieden? Gut. Danke. Merci. Oder es ist viel näher an dem, was täglich geschafft wird. Ist halt schon auch lässig, die Skills von Barista wirklich zu zeigen können, oder? Hey, für euch. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, super. Dann nochmal einen herzlichen Applaus. Ihr dürft jetzt wieder aufräumen und ich trinke noch ein bisschen Kaffee.